So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil Way of the Hunter. Eigentlich sollte wieder ein Teil Foundry Demo rauskommen, aber ja, die Demo ist abgelaufen anscheinend. Also ich kann sie nicht mehr spielen. Schade. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt demnächst released wird, damit wir da weitermachen können. Ansonsten hätte ich noch mega Bock auf Herr der Ringe, die neue Besiedlung von Moria. Ich weiß nicht, wie das Spiel jetzt gerade offiziell heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr habt das bestimmt schon gesehen und merkt, dieses neue Survival-Game, in dem man einen Zwerg spielt, der im Auftrag von Gimli wieder Moria neu besiedelt und neu aufbaut und sowas. Es sieht mega krass aus. Ich denke mal, ich werde die Tage da auch mal einen Teil von aufnehmen. Ansonsten spielen wir mal wieder einen Teil Way of the Hunter. Macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß, diese Jagdsimulationsspiele. Ich weiß, ihr geht da auch voll drauf ab. Ihr seid auf meinem Kanal ja irgendwie auf mich gestoßen durch diese Sache. Ja, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da. Das füttert den Algorithmus. Ansonsten, ja, let's go. So, wir haben ja auf jeden Fall einen großen Kulu. Kann ich schon scannen, was es ist? Okay, er ist ausgewachsen, hat einen Stern, das ist gut. Er muss, also, ist nicht gut, aber er muss weg auf jeden Fall. 250 Meter, ich könnte versuchen, drauf zu schießen. Aber ich gehe noch ein Stück ran. Wenn die Tiere liegen, ist natürlich immer ein bisschen schwer abzuschätzen, wo die lebenswichtigen Organe liegen. Wo kann ich da hinziehen, wohin schießen? Mir ist es immer lieber, wenn die stehen. Der Wind sieht ganz okay aus für den Schuss. Dachte vielleicht, dass ich ihn noch aufschrecken kann, dass er sich hinstellt, aber irgendwie, er möchte nicht. Ja, wenn er nicht will, dann, dann schießt man auch im Liegen. So, wir sind jetzt auf 100 Meter ran und ich würde jetzt einfach mal schießen. Das war sehr, sehr schön. So, linker Lungenflügel, Rückgrat, okay. Ja, aber er blieb auch gleich liegen. Wahrscheinlich hat er einen Rollstuhl gebraucht, um weiterzulaufen. So, er hatte ein Potenzial von 25,53 Zungenbrecher. Eine Jagdwertung 4 von 5. Warum? Haben wir zu viel Energie benutzt? Nee. Doch, wir haben mit zu viel Energie drauf geschossen. Das ist wahrscheinlich durch die 100 Meter. Wir waren zu nah dran. Trophäenwertung 1 Stern, musste weg. Da hinten am Wasserloch sind ein paar Löwen. Oder zumindest einen sehe ich jetzt erstmal. Ich habe ja noch keinen Löwen geschossen. Also so richtig verwertbar, ne? Deshalb könnten wir es mal da versuchen. Also es ist auf jeden Fall ein Männchen. Das sehe ich schon von Weitem. Also bei einigen Tieren sieht man das ja schwieriger. Gerade wenn beide Geschlechter ein Geweih haben, das ist ja in Afrika sehr oft so, haben glaube ich alle Tiere ein Geweih, also alle Huftiere ein Geweih, ob Männchen oder Weibchen, ist egal. Und bei Löwen sieht man das natürlich auch schön. Ja, ich versuche mal einen 300 Meter Schuss, weil er sich jetzt bewegt. So, du kleiner Löwe. 300 Meter. Und wir probieren mal. Das sah sehr, sehr gut aus dafür, dass ich da sehr spontan geschossen habe. Also sehr mit einem... Er hatte wirklich einen leichten Finger auf dem Abzug. Also ich war selber überrascht von dem Schuss. Muss ich gestehen. Aber er hatte eine sehr, sehr kurze Mähne, würde ich sagen. Es sah zumindest von 300 Meter aus, also von 300 Meter so aus, dass er eine sehr kurze Mähne hat. Und ich weiß nicht, ob man darauf schließen kann, dass das ein Löwe ist, der A, sehr jung ist und B, vielleicht so ein kleines Potenzial oder nicht so großes Potenzial hat. Keine Ahnung. So, das sieht nach einem saftigen Treffer aus. Rosa, viel Blut. Ja, er sieht niedlich aus, aber es ist mein erster Löwe, den ich geschossen habe. Linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ging einmal durch.
So. Er war erwachsen, hatte einen Stern. Potenzial von 47,27. Jagdwertung 3 von 3. 5 von 5. Lol. Ja, sehr schöner Löwe. Top. Mein erster Löwe. Davon haben wir gleich das nächste Ziel. Eine Herde von Streifen-Gnus. Müssen wir nur den besten da raussuchen. Wind ist scheiße. Ich habe genau Rückenwind. Da hinten ist ein ausgewachsener Einstern. Der könnte... Ja, ich versuche mal den ausgewachsenen. Meter. Und... Schuss. Na komm schon. Na komm schon. Du hast da keinen Bock mehr, ich sehe doch das. Ah, sehr gut. So, schön spitz von vorn getroffen, linker, rechter Lungenflügel, top. Und in der Übersicht haben wir eine Jagdwertung von 4. Warum? Verstehe ich nicht. Potenzial von 29,68. Der war ausgewachsen, hat einen Stern. Warum haben wir... Wir haben mit der Steier Carbon draufgeschossen. Ja, wir hätten mit der Pro Hunter draufschießen sollen. War einfach zu viel Energie. Vorne ist gleich die nächste Herde. Ich glaube, das ist die gleiche. Aber hier haben wir noch ein paar Erwachsene mit einem Stern drin. Das heißt, da können wir auch noch drauf schießen. So, dann probieren wir es gleich nochmal aus mit der Pro Hunter 2. Auf 200 Meter. Erwachsen ein Stern. Er ist noch sehr gut unterwegs. Ja, zur Not ist die Herde jetzt da oben auf dem Hügel. Können wir vielleicht nochmal drauf schießen. Aber ich hoffe, ich habe ihn gut getroffen. Aber ich sehe ihn jetzt auch nicht, dass er irgendwo liegt. Ich glaube, er steht da oben noch. Hier vorne ist ein Spießbock. Auf 300 Meter. Hier ist der Treffer. Ah, es sieht rot aus. Rot, kleine Menge, klar. Mhm. Schade. Also er ist da oben noch. Dann gehen wir nochmal hin. So, wir sind jetzt auf 180 Meter ran. Nee, stimmt nicht. 170 ungefähr. Ich probiere es jetzt nochmal. Mit der Pro Hunter 2. So, mein Freund. Jetzt bist du dran. Warum ist er noch so schnell? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hat die Waffe zu wenig Bums für die und die andere hat zu viel? Das könnte sein. Rot, kleine Menge. Ja, ich habe schon wieder schlecht getroffen. Tja, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist die Pro Hunter 2 einfach zu schwach für ein Gnu. Und ich sollte... mit der stärkeren Waffe aus einer höheren Entfernung drauf schießen. Keine Ahnung, kann ich euch nicht erklären. Ich bin mir sicher, ich habe schon Gnus geschossen mit der Pro Hunter 2, auch gut. Tja. So, hier vorne sind Spießböcke. Ist da ein Verwertbarer dabei? Bis jetzt noch nicht. Aber ich gehe mal ein Stück näher ran. Da ist eine ausgewachsene mit einem Stern, aber ich sehe leider nicht, wo da das Ende und der Anfang ist. Der ist jung. Ja, der da ist ausgewachsen, aber ich sehe ihn leider nicht. Ich kann nicht sagen, wo da das Tier anfängt und wo es aufhört. Ich könnte sagen, hier ist der Kopf ungefähr und da müsste ich reinschießen. Keine Ahnung. Soll ich mal einen blinden Schuss machen einfach?
Oder warten wir? Jetzt haben sie sich beruhigt. Jetzt könnten wir theoretisch warten. Ja. Tja. Ob das was war, kann ich euch nicht sagen. Also einer hat auf jeden Fall Reaktion gezeigt auf den Schuss. Der ist so hochgesprungen, ne? Kleine Menge Rot. Nee, den habe ich nicht gut getroffen. Schade. Aber die sind da vorne noch. Und wir haben hier vorne die Streifen genug. Da könnte der dabei sein, den ich die ganze Zeit schon angeknallt habe. Ich könnte ihn von vorne schießen, schön spitz, aber er muss den Kopf hoch machen. Sonst wird das nichts. Oder sich drehen, ja. Na komm schon, jetzt aber. Bleib liegen, mein Freund. Das sieht doch schon mal gut aus. Mittlere Menge Luftblasen. Da haben wir ihn doch. Sehr gut. So, linker Lungenflügel. Es war tatsächlich auch nur ein Schuss. Okay, also es ist nicht der, auf den ich die ganze Zeit geballert habe. Was aber auch ganz gut so ist. Weil dann ist die Jagdwertung wenigstens nicht kaputt. So, Jagdwertung 5 von 5, Potenzial 38,94 gehabt. Trophäenwertung 1 Stern. Ja, top. Sehr, sehr schön. Also bis jetzt Afrika-Map in Way of the Hunter, beste Map. Also macht mir sehr, sehr viel Spaß. Freie Flächen, wo das Auge hinsieht, kann man hier Tiere entdecken. Das ist super. Das ist krass. Man kann sich super leicht an Herden ranschleichen, einen rauspicken, den man gut findet und drauf schießen. Man ist nicht darauf, man ist jetzt nicht darauf angewiesen, das erste Männchen zu schießen, was man sieht. Weil die ganze Herde schon alarmiert ist, weil man sich irgendwie durch krasse Vegetation hinschleichen muss oder so. Ja, ist schon nice, ist schon nice. So, hier sehen wir schon wieder die nächste Gruppe aus 1 Kilometer Entfernung. Krass, können wir uns jetzt schön ranschleichen. Wind sieht okay aus. Das sind anscheinend, so wie ich das jetzt vermuten würde, sind das Spießböcke? Ja, das sind Spießböcke. Das ist eine sehr, sehr große Herde. Ein Dutzend Tiere. Also, ist natürlich immer schwierig, dann aus so einer großen Herde dann direkt einen rauszupicken. Also, ich habe da immer das Talent, ein junges Tier zu schießen, obwohl ich der Meinung bin, dass es ein älteres Tier. Weil ich es vorher einfach falsch gescannt habe. Oder sind das Kudus? Nee, das sind Kudus. Sind das Spießböcke oder Kudus? Ah, wir müssen trotzdem näher ran. Es sind Spießböcke. Okay, ich kann es jetzt scannen. Wir haben einen ausgewachsenen, einen Stern hier vorne gleich. Aber ich würde sehr gern alles scannen, damit wir nicht vielleicht ein wirklich gutes Tier übersehen und auf ein schlechtes Tier schießen. Alarmiert, okay. 170 Meter, wir müssen schießen. Ich nehme es, ich versuche es jetzt mit der Pro Hunter 2. Er ist noch sehr gut unterwegs. Kleine Menge Blut und Rot. Ja, nee, das war leider nix. Leider nein, leider gar nicht. Sehr, sehr schade. Ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob die Pro Hunter 2 dafür die richtige Waffe ist. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich mit jeder Session Way of the Hunter neu erkunden muss, welche Waffe für welches Tier das Beste ist.
Man kann nämlich hier nicht einfach nach der Empfehlung gehen vom Spiel selber, also nach den Stufen, weil das auch ganz oft eine sehr, sehr große Rolle spielt, mit welcher Entfernung man auf das Tier schießt. Also es ist nicht so einfach wie in The Hunter Call of the Wild. Oh, ein Warzenschwein. Erwachsen ein Stern. Ja, warum nicht? Also ich würde jetzt sonst hier auf die Herde Gnus gehen. Oder hier vorne nochmal auf die Spießböcke. Aber das Warzenschwein bietet sich auch gerade an. So, erwachsenes Warzenschwein, ein Stern, 150 Meter. Schieße ich mit der Pro Hunter 2 drauf. Und... schön. Ah, komm schon. Dreh dich nochmal im Kreis. Ey, der rennt aber auch noch sehr, sehr aktiv. Warum? Nee, der Abschuss sieht sehr, sehr gut aus sogar. Mittlere Menge rosa. Wir müssen einfach das Schwein mal verfolgen. Es hat einfach, weiß ich nicht, 200 Sachen drauf gehabt, als ich abgehauen ist. Und da dachte ich eigentlich schon wieder, ich habe das schlecht getroffen. Und der Treffer hat nicht ausgereicht. Hier vorne sind jetzt auch noch... suchen wir uns mal schnell eins aus. Erwachsen. Ein Stern. Komm schon. 100 Meter. Naja, den mussten wir noch mitnehmen. Ich hoffe, ich habe den gut getroffen. Schauen wir mal. Wo ist denn dieses Schwein hin? Es ist halt noch ewig gelaufen. Oh, lol, hier ist es. Ey, ewig gesucht jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Warzenschwein. So. Jagdwertung 5 von 5, Potenzial 18,4, männlich erwachsen, 1 Stern. Sehr gut. So, hier haben wir das andere Schwein. Müsste auch erwachsen, 1 Stern gewesen sein. Ja, schön spitz reingetroffen in das Herz. Schöner Herztreffer. Top, finde ich gut. Jagdwertung 5 von 5, Trophäenwertung 1 Stern, Potenzial 30,57. Solides Schwein, was aus der Herde raus musste. Sehr, sehr schön. So, ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit dieser kleinen Runde. Way of the Hunter hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst den Like nicht, vergesst das Abo nicht und vergesst den Kommentar nicht. Das fördert den Algorithmus und das hilft mir, meinen Kanal bekannter zu machen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao!